Herzlich willkommen bei Your Need, Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin hier gerade in Wunstorf bei der Johanniter. So, was machen wir hier? Werdet ihr gleich sehen. Es geht um diese Beleuchtungsgeräte. Wie man sowas in Stellung bringt, wie man sowas aufbaut, wie man das richtig nutzt. Da bin ich ehrlich gesagt nicht der beste Fachmann. Ich weiß aber, wie man, ne, wie man fragen kann. Und zwar kenne ich da jemanden noch aus meiner vorherigen Einsatzzeit. Und zwar den Michele von der Johanniter. Und den hole ich jetzt mal zu mir, weil der kennt sich damit aus. Kommen wir mal zu uns. Michele! Das bin ich. Vielen Dank, dass wir vorbeikommen durften hier in Wunstorf. Gerne. Immer wieder gerne hier ein bisschen bewundernswert ist das schon, was hier immer so steht. Tolle Anlage, tolle Fahrzeuge. Da blutet einem das Herz. Nein, habe ich gesagt, aber du bist ja hier in der Fachgruppe, wie nennt man das richtig? Techniklogistik. Techniklogistik, Telo, oder? Telo, Techniklogistik, früher war das Technik und Sicherheit, aber die Sicherheit ist immer noch mit drin in dem Bereich, aber nach der neuen niedersächsischen Katastrophenschutzreform heißt das jetzt Tesi-Logistik. Tesi-Logistik. Okay. Ja, ich habe dir was mitgebracht und wir wollen einfach mal ganz unvorbereitet jetzt mal drauf reingucken. Die habe ich nur auf der Redmobil getroffen. Wir haben uns super unterhalten und ich habe gesagt, na, müssen wir eigentlich mal testen. Das haben wir jetzt wirklich wahrgemacht. Also an der Stelle vielen Dank an die Firma Gifas, dass ich das mal testen darf für euch. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir gucken mal, was wir für Probleme bekommen, wenn wir es aufbauen und du kannst ja rechtzeitig Halt rufen, wenn der Willi was falsch macht. So machen wir. Okay, okay. Wir haben aber noch mal eine Unterstützung aus der Crew. Wir haben ja den Marvin hinter der Kamera und jetzt nehmen wir dann immer den Robin ne, mit dazu. Kennst du ihn? Also eigentlich nennen wir ja Marvin, nennen wir ja eigentlich immer Batman und Robin ist halt Robin. Batman und Robin sind heute bei uns. Holen wir Robin auch mal mit dazu. Komm mal her. Das ist Robin. Das bin ich. Okay, und wir werden, du wirst ein bisschen helfen, ne? Weißt ja, Willi hat ja zwei linke Hände, nur Daumen. Und wollen mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ne? Also, um eine Lampe in Stellung zu bringen, brauchen wir erstmal ein Stativ. Die Stative sind ja eigentlich immer ziemlich standardgleich, ne? Ja, es gibt also verschiedene Stative, aber dieses Modell, das ist also Standard. Also, okay. Das gibt also verschiedene Hersteller und ja. Okay, wenn wir arbeiten, du hast es schon an, natürlich immer Sicherheit beachten. Erstmal wenigstens Handschuhe anziehen. Also ich muss dazu sagen, wir haben die Stative, davon haben wir mehrere und die gleichen, baugleichen. Ja. Also nicht von der Firma Gifas, darum sage ich ja. Also, ja, okay. Also. Aber wir haben die genauso. Das erste, was du machst, du löst erstmal die Schraube. Okay. Dann kannst du. Okay, am besten auf einem Bein stehen lassen quasi, ne? Genau. Und die anderen auslassen. Genau. Wofür ist das jetzt hier? Ist das hier zum Draufstellen hier? Genau, zum Draufstellen. Aber wann mache ich das? Also, zum Ausklappen kannst du es benutzen, sage ich mal, aber wir nehmen das eben, wenn man da was ausrichten will, könntest du theoretisch hier oben drauf gehen. Ne? Also einer hält das Stativ fest, ne? Oder willst du es stabilisieren. Okay, dann fest, dann kannst du drauf. Genau, dann kann ich jetzt hier drauf gehen, ja? Und dann kann ich oben das Leuchtmittel dann eben nochmal justieren. Ah, okay, dafür. Ich dachte, das wäre jetzt zum Klappen irgendwie, okay. Das ist unterschiedlich. Nee, also, okay. Manche nehmen das zum Klappen, manche nehmen das zum Draufstellen. Also es gibt auch Leute, die ein bisschen kleiner sind, wenn die an die Schraube nicht rankommen oder so, das ist dann eben die Möglichkeit. Also, was anderes kenne ich nicht. Also deswegen ist es auch geriffelt, dass du mit dem Fuß dich draufstellen kannst, nicht abrutschen. Ja. Wusste ich ehrlich gesagt nicht. Das hast du jetzt hier unten angezogen, ja? Genau, muss man angezogen werden. Genau. Okay, gut. Jetzt haben wir hier. Genau. Jetzt ist aber das Stativ schief. Wieso ist das schief? Guck mal, es steht nicht im Lot. Hier kannst du es einstellen. Jetzt kannst du das Stativ so hinstellen, dass es dann ausrichtest. Ja, so. Ja. So, jetzt kann ich das dann so ausrichten. Ach hier, okay, das ist guck mal von der Seite. Das ist interessant, wenn du das hier nach vorne neigst, kann man hier das verstellen. Ja, dass du dann deine Einrichtung ausrichten kannst. Ist das mal so. Ist das ungefähr gerade? Nein. Nö. Wir gucken mal ein bisschen. So ungefähr. So. Wie sympathisch der gesagt hat eigentlich, dass ich das falsch gemacht habe. Nein, das ist doch nicht. Alles gut. Nein. Gut. Okay. Also jetzt steht es gerade. Also ich muss dazu sagen, die Firma Gifas kenne ich nicht. Also wir müssen jetzt, wenn wir das auspacken. Jungforsch, ne? Aber bevor wir weitermachen, überprüfe ich das. Was ist denn das hier für ein Stift? Genau. Also erstmal löse ich erstmal die beiden Schrauben, weil das sind ja, hier ist also ein Seilsystem drin im Rohr. Und mit der Kurbel kann ich dann das Seilsystem dann das Stativ. Da muss jetzt ja irgendwas einhalten? Nee, du hältst einfach nur fest. Ich halte nur fest. Also okay. Normalerweise transportmäßig sind die Schrauben zu. Ja. So, jetzt könntest du drehen, es passiert nichts, weil das Rohr hier drinnen wird fixiert. Ah, es wird nicht freigegeben. Okay. So, jetzt habe ich hier zwei Möglichkeiten. Das ist Automatikbetrieb. Das heißt, ich kann jetzt drehen und du hörst es einrasten.
Ja. So, und okay. Hier ist ein Seilsystem drin mit einer Umlenkrolle, wo ich dann eben das erhöhen kann. So, ich kann aber nicht mal runter machen. Geht okay. Nicht. Okay. Das ist also Automatikbetrieb. Das heißt, es geht nach oben und es rastet immer jede Stufe ein. Jetzt möchte ich es aber wieder einfahren. Jetzt muss ich ein bisschen entlasten. Und jetzt kann ich wieder runterdrehen. Jetzt hat aber auch keine Sicherheit mehr. Ne, es kann also runter. Kann das sein, dass die Kugel richtig durch? Nein, aber das passiert nicht. Also das haben wir noch nie gehabt. Also unsere Beleuchtungseinrichtung liegt um die 20 Kilo und die rauschen nicht runter. Aber zum Runterkurbeln musst du eben dann. So, und wir lassen immer Automatikbetrieb, dass wir im Einsatz dann hier Schrauben öffnen und dann kannst du loslegen. Und wenn du loslässt, passiert nichts. Es rauscht nicht runter. Das ist die Sicherheit. Okay. Ne? So, dann machen wir wieder zurück. So, und wir haben eine Sache vorher schon geguckt, und zwar diesen Kopf, den man hier raufsetzen kann. Da muss man dazu sagen, also normalerweise ist das Stativ so und man hat verschiedene Aufsätze, Adapter. Genau, Adapter. Oder wie heißt das hier? Aufsätze, Adapter. Okay, und die kann man hier, wenn man mal guckt, in zwei Winkeln montieren. Ja. Entweder habt ihr hier einmal gerade drauf oder einmal seitlich drauf. Genau, machen wir einmal drauf. Komm, ja. Das ist also der 45, also knapp 45 Grad. Kann ich jetzt, ich will jetzt nicht sagen 45, aber ich habe jetzt keine Schieblehre da. Und dann hast du nochmal, wenn du auf 90 Grad fahren willst. Und dann musst du aber noch dazu eben das fixieren. Das sind ja 180 Grad, nicht 90. 90 wäre ja so. Nein, manche ja nicht. Also stimmt. Also senkrecht. 0 Grad. Mensch. Ja, senkrecht. Ich verwirre dich schon, ne? Du verwirrst mich. Ja, gerade. Wir sagen mal gerade. Gerade, genau. So, okay. Gut. Das haben wir zum Stativ. Aber das. Oh, ich stehe euch Bomben fest. Okay. Weißt du, wie hoch das geht? Ich glaube 4,5 Meter. 4,5 Meter, oh, schon. Aber fällt dir was auf? Nö. Hast du irgendwo Möglichkeiten, was abzuspannen? Also Ösen, wo du ein Abspannmaterial fixieren kannst? Bestimmt! Nein. Nee. Also der Hersteller garantiert, dass du bei dieser Höhe und bei diesem Gewicht an der Leuchtmittel das nicht abspannen brauchst. Ich kenne so von THW-Zeit, da haben wir nämlich Stative, die waren noch ein bisschen dünn, wackeliger, wo man Power Moon so draufgezogen hat, da muss man immer noch mit Seilen abspannen. Genau. Und der Hersteller von diesem Stativ her sagt eben, du brauchst bei dieser Höhe, die man hat, also einer bestimmten Leuchtmittelgröße, brauchst du es nicht abspannen. Okay. Da steht immer stabil. Klar, bei Windstärken einer gewissen Windstärke, dann hält kein Stativ. Aber eben beim normalen Einsatz, sage ich mal, und wenn ich dann doch abspannen will, muss ich mir dann eben mit meiner Halteleine irgendwas dann irgendwo improvisieren. Mastwurf drauf, ja, dann eben Gehringe reinschlagen oder. Alles klar. Na gut, wir sind ja keine Anfänger. Das habe ich drauf. Hallo? Hallo, Test, Test. Ach so, so funktionieren die. Ja, hat geleuchtet, habt ihr gesehen? So, okay, also. Siehst du jetzt aus, oder was? Sieht nicht aus, nicht so groß. Aber. Der hier doch mal für die Kamera. Alter, den kündige ich gleich, der regt mich so auf. Schick das Arbeitsamt. Ja. Aber geil, das ist so die Frage, was mich interessiert. Was ihr natürlich seht beim Film ist, dass er natürlich zwar die Kamera landet, aber nichts an, komplett nackt. Und aber die Stiefel. Sieht schön aus. Robin, ja. Könntest du mir. Guck mal wieder auf Robin. Was wundert er? Mit einer Leckmuschel. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn einer im Hintergrund die ganze Zeit mit der Leckmuschel? Ja. Sehr schön. Schönes Kino. So, also, ja.